Ihr Lieben, ich mache mal kurz eine kleine Zwischenaufnahme. Eigentlich bin ich Mike noch am Leveln, da fehlt jetzt noch ein Level. Aber ich habe Rückmeldung bekommen. Und zwar muss ich ganz kurz was dazu sagen. Ich warte ja seit 2 Monaten darauf, dass die Stelle hinter mir, dass da endlich mal ein Sandwirbel kommt. Dann hatte ich ein einziges Mal innerhalb von diesen über 2 Monaten mittlerweile einen Sandwirbel, ja, fast direkt hinter mir. Da kam aber nicht das Teil raus, was wir für Eve brauchen, für die Eve-Quest. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich habe da mal nachgeschaut unter Escape. Da gibt es ja hier die Einstellung und so weiter. Dann bin ich auf Hilfe gegangen und ich habe mir gedacht, da finde ich dann hoffentlich irgendetwas, was mir hilft, wo ich vielleicht mal was melden kann. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich was gefunden hätte, dann hätte ich mich aber wahrscheinlich schon vorher gemeldet. Und es war tatsächlich nichts drin. Aber ich habe mir das nochmal genau durchgelesen. Ich habe dann diesen Hinweis auf den Discord für Disney Dreamlight Valley gefunden. Und was soll ich sagen? Ich habe mich dort angemeldet. Und direkt nach der Anmeldung kam ein Hinweis auf eine Seite, wo man Bugs und so weiter anmelden kann. Oder wenn man feststeckt oder ne, sämtliche Fehler anmelden kann. Und da bin ich da mal drauf gegangen. Ich habe mir die Seite jetzt mittlerweile auch gespeichert und habe diesen Fehler gemeldet. Ich habe es ja schon über Twitter versucht. Ich habe es schon über sämtliche Social-Media-Kanäle versucht. Alles, wo ich irgendwie... Ja, wo man irgendwie mit denen in Kontakt treten konnte. Im Spiel selber hatte ich ja nichts gefunden, wie man sieht, wo man mal einfach draufklicken kann. Normalerweise ist es so, man klickt auf Hilfe und dann hat man zum Beispiel hier irgendwo Fehler melden oder sowas, wo man dann einfach draufklicken kann. Das war nicht so. Ich weiß nicht, ob das neu dazugekommen ist. Ich denke nicht. Ich denke, ich habe es einfach überlesen mit dem Discord oder mir gedacht, naja, Discord kann mir wahrscheinlich eh nicht so helfen. Ja, falsch gedacht. Ich gebe es zu, war vielleicht auch ein bisschen mein Fehler, dass es jetzt so lange gedauert hat. Aber ich habe jetzt quasi innerhalb von einem Level ab. Also ich habe jetzt fast ein Feld abgeerntet. Davor hatte ich die angeschrieben. Und dann innerhalb dieses einmal Abernten's habe ich sogar schon eine Antwort bekommen. Also es ging wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Und da wurde mir mitgeteilt, ich werde es euch mal eben kurz inhaltlich sagen, danke für die Meldung und so weiter und dass die diesen Mülleimerübertopf an mein Konto gesendet haben und dass ich meinen Briefkasten kontrollieren soll. Für weitere Fragen und so weiter soll ich mich dann gerne wieder an diese an den Kundenservice wenden und das werde ich jetzt mal eben mit euch überprüfen und werde mal kurz einen Blick in den Briefkasten werfen. Oh mein Gott! Es ist tatsächlich soweit. Ich habe zwar jetzt kein Zeichen am Briefkasten gehabt, aber ich habe den Mülleimer zugeschickt bekommen. Customer Care, hello, hier ist die Item you're lost. You're lost. Oh, ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin gerade hier so voll von den Socken. Oh, danke, danke, danke. Und damit können wir tatsächlich die Quest weitermachen. Ihr wisst gar nicht, wie mir gerade ein Stein vom Herzen fällt, weil das heißt, dass wir dann die Eve-Quests weitermachen können. Das wiederum heißt, wenn wir Eve abgeschlossen haben, oder zumindest nach dieser Quest, ich weiß es jetzt überhaupt gar nicht, dann können wir auch die neuen Quests machen, die zu diesem DLC-Bereich gehören. Oh mein Gott, auf diesem Wege wirklich vielen, vielen herzlichen Dank an das Disney Dreamlight Team. Ich muss sagen, dass es, ja, Jack bedankt sich auch schon. Ich muss auch sagen, dass es wirklich wahnsinnig schnell geantwortet hat. Und ich bin so froh, dass ich diesen Hinweis mit dem Discord gesehen hatte und gedacht habe, okay, dann probieren wir es einfach mal über Discord, dass wir da jemanden kontaktieren. Und ich bin noch froher darüber, dass ich dann im Discord bei der Anmeldung bzw. nach der Anmeldung gesehen habe, dass ja auf welcher Seite man Fehler melden kann, also Bugs melden kann. Die habe ich mir auch direkt mal abgespeichert, falls wir doch noch mal irgendetwas haben sollten, was uns tatsächlich extrem auffällt und wo wir ja mitbekommen, dass es halt nicht repariert wird. Oh, ihr glaubt es einfach nicht. Mir fällt so ein Stein vom Herzen, das ist... Oh.
Ich freue mich einfach nur noch darauf, dass ich die Eve-Quest weitermachen kann. Jetzt aktuell muss ich natürlich Mike noch das letzte Level leveln. Deswegen, das ist jetzt nur ein Video, was ich jetzt mal eben zwischendurch gemacht habe, um euch das zu zeigen. Aber für euch geht es direkt weiter mit der Eve-Aufgabe. Allerdings für mich persönlich ist das dann mein Zukunfts-Ich und ihr seht das jetzt in ein paar Sekunden. Bis gleich. Ja, und damit sind wir nun wieder zurück. Für mich an einen anderen Tag, für euch natürlich sofort im gleichen Video. Leider haben wir jetzt Regen, aber wir haben auch eine Nachricht bekommen. Mal schauen, was wir so im Briefkasten haben. Nur eine Idee, Gameplayerin. Ich habe meine Kraft in den eisigen Höhlen trainiert und dachte, ihr könntet das, was ich gemacht habe, als Baumaterial nehmen. Mit ein paar Steinen könntest du damit eine Straße bauen, die das Reisen erleichtert. Das ist nur ein Vorschlag. Bitte mach damit, was du willst. Ich liebe es, deine Kreativität zu sehen. Naja, gut, mit 10 Schneebällen kann man jetzt nicht sehr kreativ sein, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Belohnungen und Angebote? Was haben wir denn hier? Erfolg Recycling Champions. Glückwunsch an alle Talbewohner zum Erreichen des Erfolgs Recycling Champions. Ich habe keine Ahnung, wovon die reden, aber vielen Dank. Als Teil unserer Sternenfahrt der Disney Parks fordern wir alle Talbewohner heraus, ihre eigenen Dreamlight Parks zu bauen, indem ihr eine Vielzahl von verschiedenen Gegenständen verwendet. Sobald die Meilensteine der Herausforderung erreicht sind, werden aufregende Belohnungen an die Posteingänge aller Spieler verschickt. Okay, ich habe jetzt immer noch nichts von dem verstanden, worum es jetzt genau geht, aber es scheint irgendwas zu sein, ja, wo sie halt nichts drüber geschrieben haben, zumindest jetzt nicht hier, aber fordern wir ein, gerne doch. Machen wir doch alles gerne. Ja, entschuldigt, dass das jetzt so zwischendurch nochmal drin war. Dafür haben wir auch neue Möbel freigeschaltet. Ach so, ja, ich suche Eve, die ist, oh, die ist tatsächlich bei mir in der Nähe. Evechen, komm mal her. Komm mal hier. Also, erstmal lass uns abhängen. Juhu, sagt sie. So, damit ich sie dann auch später noch hab. Und dann müssen wir für die Quest, mit der wir jetzt endlich weiterkommen, orangefarbene Paradiesvögel sammeln. Das sind ja die Blumen gewesen. Das schauen wir mal eben, das waren die hier, ne? Innenhof und an den Docks. Ah ja, okay. Orange, ach, da ist schon einer. Ich gucke jetzt mal eben hier schnell rum. Ich denke nämlich auch nicht, dass wir jetzt noch so viel von der Quest übrig haben. Da hinten sind, glaube ich, gar keine Blumen mehr. Deswegen möchte ich nach Möglichkeit mein... Übrigens, hier habe ich, auch nachdem ich das zugeschickt bekommen habe, immer noch nichts bekommen. Ne? Also ich habe jetzt schon wieder ein paar Tage hier gespielt. Und es ist... also nichts bekommen jetzt im Sinne von, dass da kein Wirbel mehr gewesen ist. Es ist schon alles ein bisschen seltsam. Ich glaube, hier hinten sind sonst nie Blumen drin, oder? Ja, da waren eigentlich noch nie Blumen. An den Docks und im Innenhof stand da, glaube ich, ne? Oh, dieses langsame Laufen. Das ist das Einzige, was mich bei diesem Spiel wirklich fertig macht. Ja, und ganz am Anfang waren es noch... Hier sind andere drin, genau. Waren es noch die vielen, vielen, vielen Rechtschreibfehler, die im Spiel drin waren. Aber das ist ja zum Glück vorbei. Also mittlerweile scheinen sie da tatsächlich Leute eingestellt zu haben, die sich auch darum kümmern. Ja, gelb. Okay, das war schon mal richtig. So, ich werde jetzt die restlichen natürlich dann bei mir aus der Truhe rausnehmen, damit das nicht zu lange dauert. Oh, gucke mal hier. Da haben wir aber wieder Wirbel. Von allen brauchen wir 3, bis auf von Jade. Hier ist nochmal ein gelber. Das wäre ein weißer, die brauchen wir auch, ne? Also ich nehme an, das ist ein weißer. Okay. Also wenn ihr das jetzt selber machen müsst, dann müsstet ihr entweder auch bei euch bei den Vorräten gucken... Oder vielleicht habt ihr auch Glück und könnt das Ganze zusammensammeln. Also ich habe ja meistens nicht das Glück, dass ich es zusammensammeln kann, sondern dann fehlen mir immer noch so ein oder zwei pro Stück. In der Regel. Oh, Moment. Nee, das ist orange, ne? Ah.
Och, jetzt mach das Ding doch mal aus. Ach ja, das ist jetzt was, was ich nicht aufheben wollte. Nee, gelb sehe ich jetzt hier aber sonst auch nicht mehr. Dann haben wir noch rot leuchtende Blumen. Ich glaube, das sind die vom Anfang. Und Jade, rot leuchtende Blumen. Ja, genau, das sind die von vorne. Von den... Nee, nicht von den Docks. Wie heißt das hier? Neben den Docks. Also neben meinem Zuhause. Ich habe keine Ahnung. Aussichtspunkt, glaube ich, hieß. Oh, Moment. Nee, das ist wieder ein oranges. Ah! Ich dachte, ich krieg's vielleicht sogar wirklich noch komplett. Aber nein. Das Spiel möchte nicht. Ach komm, wir sammeln die jetzt auch mal kurz ein. Die brauchen wir zwar nicht. Und wenn wir schon einmal dabei sind, ich hoffe, dass ich mein Inventar auch tatsächlich geleert hatte zwischendurch. So, hier sehe ich jetzt auch keine Blumen mehr. Ich sehe nur noch das Gewürz. Das kann ich jetzt aber... Also könnte ich schon einsammeln, aber machen wir jetzt nicht. So, die rotleuchtenden haben wir dann auch alle, wie gesagt, weil ich jetzt gerade schon mal hier rumlaufe. Dann kann ich die anderen Blumen auch mal direkt kurz mit einsammeln. Jade ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter zu bekommen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie viel Jade ich da schon habe. Deswegen würde ich da schon gerne mal gucken, ob ich da noch was bekomme. Dann habt ihr nämlich auch mal so... Den gelben Paradiesvogel haben wir natürlich wieder nicht bekommen. Ne? Den letzten. Ich sage ja, irgendeiner fehlt immer. Ach so, nee, das ist aber nicht sammeln. Moment, halt, stopp. Ja, Edelsteine. Ist Jade auch unter Edelstein drin? Nee, ne? Warum eigentlich nicht? Jade ist auch ein Edelstein. Ach nee, das ist Dreamlight Valley. Moment. Hier, da. Also, im Aussichtspunkt, wo wir jetzt sind, oder im Innenhof. Okay. Dann suchen wir hier mal. Wobei ich die, wie gesagt, eher schlecht als recht finde. Oh, Leute. Ach, das ist hier... Wenn man hier schon länger nicht mehr... Wo kommst du denn jetzt auf einmal hier? Wenn man hier schon länger nicht mehr freigemacht hat, dann ist das so eng teilweise hier durchzulaufen, weil so viel Zeugs hier überall rumliegt. Ich müsste das eigentlich öfter machen. Ja... Bin ich ganz ehrlich, aber ich bin ja aktuell Farm Together am Suchten. Hä? Alter, was habe ich alles in meinem Menü drin? Eieiei, oh Gott. Ja, normalerweise bin ich ja jemand, der direkt sein Menü immer wieder leer macht. Achso, da hinten haben wir, glaube ich, noch eins, ne? Bevor man in die neue Folge geht. Allerdings habe ich das jetzt letztes Mal tatsächlich vergessen. Ich doof. Und offensichtlich war das jetzt nicht so toll, dass ich das vergessen habe. Ach, gucke mal, hier sind auch noch Blumen. Ja, das habe ich total vergessen. Dann haben wir doch alle Blumen jetzt so einsammeln können. Ja, cool. Ach ja, jetzt kann ich das nicht mehr... ja, Kohle. Kohle braucht kein Schwein. Ich meine, zum Kochen, klar, brauchen wir das natürlich. Aber man kriegt so viel Kohle in diesem Spiel, das ist abartig. Also im positiven Sinne natürlich. Weil man braucht natürlich auch Kohle immer zum Kochen. Man kocht halt eben für die Quests und so dann doch schon sehr viel im Vergleich. Oh, haben wir den? Den habe ich eben übersehen, kann das sein? Ja, aber ich denke, dass ich hier kein Jade finden werde. Wenn ich so... Steht zwar drin, Aussichtspunkt, aber... Das ist so der Aussichtspunkt hier, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich hier jemals schon mal Jade gefunden habe. Also diese... Ja, wie heißen diese Steine, die wir jetzt eben drin hatten? Die so ein bisschen wie Puzzlesteine aussehen. Die habe ich schon mal öfter hier gefunden. Aber... Ach, guck mal. Habe ich die übersehen? Oder sind die jetzt wieder neu gekommen in der Zeit? Ich glaube, die habe ich übersehen, oder? So schnell kommen die Blumen doch auch nicht neu. Ja, ich denke mal, dass ich jetzt hier wirklich einfach ein bisschen sinnlos rumlaufe und dann am Ende wirklich sage, wir müssen dann doch Jade so holen. Aber es ist, meine ich, etwas, was ich nicht so viel habe. Deswegen, deswegen würde ich es halt schon gerne suchen, aber naja... Edelsteine. Was war das noch? Und der Innenhof. Genau. Innenhof ist doch das über mir, ne? Ja, genau. Heute haben wir viele Genaus in unserem Vokabular.
Aber meine Stimme ist immer noch nicht so ganz zurück, im Gegenteil. Also teilweise, je nachdem, nach Tagesform und nach Tageszeit, ist sie noch schlechter. Also nicht nur dieses, dass ich mich dann immer im Räuspern bin oder so, sondern dass ich teilweise auch etwas heiser bin mittlerweile. Und das ist nicht gut, weil ich muss noch ganz viel aufnehmen. Und ist ja jetzt, die Feiertage waren jetzt vorbei, da habe ich ja mich ein bisschen entspannen können und auch dementsprechend weniger aufgenommen, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht. Also einen Tag habe ich noch was aufgenommen, aber die restlichen Tage habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen entspannen können und war nicht immer so nach dem Motto, jetzt muss ich gucken, dass ich das noch habe für den Tag und das noch für den Tag, weil ich hatte ja fleißig schon vorgearbeitet. Ah, Mann. Ja, ich weiß, du kannst das alles nicht einsammeln wahrscheinlich. Ich kenne ja gar nichts von einsammeln. Warum eigentlich nicht? Ich meine, warum ist schon logisch. Okay, den brauchen wir nicht. Das Valjade ist ja das Grüne gewesen. Ja gut, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurück. Das ist mir jetzt. Ich lasse die Sachen einfach mal liegen. Wo war hier der Eingang? Hätte ja sein können. Aber ich meine nämlich auch genau aus diesem Grund habe ich so wenig Jade. Und das ist dann natürlich auch blöd. Wir haben hier nichts von irgendwelchen. Nee, das sind nur in erster Linie Blumen und so, die ich habe. Auf jeden Fall nichts von irgendwelchen Sandaktionen hier, dass ich da mal was gesucht habe. So, ich muss jetzt leider, leider mal kurz ein bisschen was wegtun. Ich weiß nur gar nicht, was ich drin habe. Moment. Löwenzahn, grün. Und die von oben. Also Löwenzahn habe ich. Das grüne, grüner Bartfaden oder wie der heißt, habe ich. Dann eben grün blühender Bartfaden. Ist mir doch egal. Und die, die oben drin sind. Da kommen wir dann aber gleich noch zu. Weil ich dann. Ach ja, ich habe ja bei Christoph noch gekauft. Das ist es nämlich. Deswegen habe ich nämlich auch jetzt so wenig Platz. Ich bin nämlich zwischendurch noch ein, zweimal online gewesen, wo ich halt nur wirklich. Ach, da oben ist noch ein roter Bartfaden, sehe ich gerade. Wo ich nur die. Nur bei Christoph eingekauft habe und den Sand eingesammelt habe. Das haben wir aber auch alles hier, ne? Das tun wir mal hier mit rein. Ich will jetzt nur zumindest, dass ich jetzt so ein bisschen mehr Platz habe. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt hier alles so durcheinander ist. Normalerweise waren hier oben ja immer die Dinger. Dann habe ich noch den. Ach, ich habe. Die Kürbisse habe ich nicht verkauft. Die machen natürlich auch einiges aus. Okay. Dann mache ich nochmal eben das eine hier rein, weil ich jetzt eh schon mal auf der Etage bin. Ich weiß jetzt nur nicht, welche Farbe das war. Der rote, den brauchen wir nämlich nicht. Und das hier sind ja die Event-Sachen. Da habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr drum gekümmert, nachdem ich das aufgenommen hatte für euch. Ich habe es dann verkaufen, wollte ich mal kurz. Genau, da muss ich hin. Ich habe es dann ehrlich gesagt einfach ignoriert, was blöd war, muss ich sagen. Aber ich habe so viel Zeit mit Farm und mit den anderen Let's Plays vollbracht und Hey, natürlich du! dann jetzt auch noch ein bisschen entspannt über die Feiertage, dass ich da so irgendwie gar nicht zugekommen bin, da jetzt auch noch irgendein Event zu machen. Vor allen Dingen Events. Ich meine, auf der einen Seite sind Events natürlich gut, die jetzt nicht gerade in den normalen Eventzeiten sind. Ach, ich bin auch doof. Ich habe vergessen, Jade mitzunehmen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also wie, so wie Halloween oder Weihnachten oder so jetzt beispielsweise. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt natürlich dann auch so Momente, die kann man dann aber auch nicht sagen, okay, das ist dann dann und dann. Ich glaube, das war hier drin. Das sind dann so Zeiten, wo ich dann halt wenig Zeit habe, überhaupt irgendetwas zu machen. Okay, anscheinend war Jade nicht hier drin. Kann ich mich da auch nicht drum kümmern? Obwohl es eigentlich ja nicht so lange dauert, muss man jetzt auch dazu sagen. Also das ganze Tal abzufarmen dauert wesentlich länger, als sich jetzt um die Events zu kümmern. Jade, Jade, Jade. Und sag mir bitte, ich habe noch zwei Stück hier drin. Oh mein Gott, ich habe sogar 13. Oh. Ja, dann. Ja, wir bringen das alles zu Eve, aber ich möchte das jetzt hier nicht so gequetscht mitten in meinem Haus machen.
Yves? Hallo Yves? Yveschen? Wieso ist die jetzt da hinten? Jetzt muss ich auch noch dahin laufen. Das jetzt aber, die habe ich noch nicht weggetan, ne? Dann kann ich das nochmal mitnehmen. Dann sollte mein... Ach, jetzt komme ich da nicht rein, weil das Ding hier im Weg ist. Das ist Geld, das kann ich mit einsammeln. Dieser unten, ne? Habe ich jetzt... Ja, okay. Dann sollte mein Inventar dadurch nämlich nicht belastet werden. Das wollte ich eigentlich sagen. So, Yves. Ich habe sehr, sehr lange, und das meine ich wortwörtlich, weil ich den Mülleimer-Übertopf fertig bekommen habe, sehr, sehr lange gebraucht, dir diese Sachen zu holen. Bitteschön. Ich weiß gar nicht mehr, was ihr damit machen wollt. Ich glaube, irgendwie ein schönes Plätzchen für Wally oder so, ne? Juhu! Ich bin froh, dass sie dir gefallen. Yves. Brauchst du meine Hilfe, um alles in den geheimen Garten zu bringen, in dem wir gerade stehen, soweit ich weiß? Nein. Oh, du willst es selber machen? Ja. Ich sag ja, wir stehen ja drin. Ich meine, viel, ne? Weit musst du sie ja nicht gehen. Aufgabe. Bist du jetzt bereit, Wally zu sehen? Wally. Ich muss mir das mal angucken. Ach so, da hinten liegen dann die Sachen auch mit den Steinen und so. Ah, das sieht gar nicht so schlecht aus. Geh voran. Das ist irgendwie cool. Genau, erstmal gegen die Kante fliegen, kein Thema. Ich glaube, Yves ist schon ein bisschen... Hör dir die Diskussion von Yves und Wally an. Ich hoffe, der kommt nach hier. Bevor wir jetzt hier über die... Ach, da hinten ist er. Ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt über die halbe Karte hier laufen müssen, um den zu finden... Wally? Eva? Eva? Wally? Pflanzen? Hui! Da denkt man, man hört ein paar Kindern zu. Aber gut, so sind sie halt, die beiden. Ne? Es sind halt Roboter. Und ich meine, sie verständigen sich ja ganz gut, auch wenn wir oft nicht wissen, was die beiden zu sagen haben. Mache 3 Fotos von Yves und Wally. Warum habe ich bei ihm denn jetzt ein Quest? Ach so, wegen dem Event garantiert. Okay, 3 Fotos von Yves und Wally. Moment, aber nur von den beiden? Ich mache die jetzt. Ich stelle mich mit da rein. Das ist mir jetzt sowas von egal hier. So, Moment. Erstmal ausblenden. So, ist natürlich jetzt mega geiles Wetter gerade. Kann man nicht irgendwo... Man konnte doch... Oder war das bei Disney nicht möglich? Kameramodus ändern? Das war ja nur das... Ach, das war bei Disney, glaube ich, nicht möglich. Ne? In jedem anderen Spiel hat man die Möglichkeit, dass man so Regen und so nämlich ausschaltet. So. Und dann möchte ich eins... Oh nein, nein. Lasst uns schnell noch ein Foto machen, bevor Gaston hier reinkommt. Den will ich nicht auf dem Foto haben. Sprich mit Yves. Ja, dann lauf doch nicht weg. Einen gut aussehenden Helden kann ich gebrauchen, aber wo findest du einen, Gaston? Also Herkules? Herkules könnte auch noch kommen. Ich meine, ich habe mal irgendwo was davon gelesen. Wobei, naja, gut aussehen ist relativ. Yves, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Hä, jetzt ist die hinter mir? Bin ich jetzt doof? War die nicht gerade weg? Yves, bleib doch mal stehen. Name? Wally! Wuhu! Ich freue mich, dass du viel glücklicher bist. Aufgabe. Pflanzen. Das ist also deine neue Aufgabe. Du kümmerst dich mit Wally um die Pflanzen im geheimen Garten. Aufgabe. Ich wünsche dir viel Spaß, Yves. Bis bald. Ja, wir haben es endlich geschafft. Und wir haben damit auch Merlin freigeschaltet. Ja, wir können endlich alle Quests im neuen Bereich, also hier im DLC-Bereich machen. Oh, ich bin begeistert. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne mit Yves erst noch weitermachen. Das heißt, also je nachdem, wenn ich es schaffen sollte, Yves vorher noch zu leveln, bevor ich die nächste Aufgabe, bevor ich das, die nächste Aufnahme mache, mein Gott, dann... werden wir auf jeden Fall mit Yves noch weitermachen, weil ihr kennt das ja von mir. Ich möchte gerne die Stränge von den einzelnen Leuten so ein bisschen hintereinander weg erzählt haben. Und ich würde eigentlich gerne dann danach mit Merlin weitermachen.
Sollte ich es aus irgendeinem Grund nicht schaffen, weil ich jetzt gerade aktuell auch ein bisschen Stress habe, gerade in Sachen Aufnehmen und so weiter, sollte ich es aus irgendeinem Grund nicht schaffen, dann werde ich auf jeden Fall mit der Merlin-Quest weitermachen, sodass dann kein leerer Raum, sage ich jetzt mal, zwischendurch entsteht. Ich hoffe aber, deswegen drückt mir die Daumen, dass ich Eve bis dahin noch gut leveln kann. Ach du Schande, wir haben hier sogar... Holla, die Waldfee, wir haben hier sogar gerade Gewitter. Was geht denn jetzt hier ab? Jetzt ist draußen endlich mal schöneres Wetter wieder und jetzt ist hier im Spiel, gibt es hier nur noch Regen und Gewitter oder was? Hilfe, ich muss hier raus. Also wie gesagt, drückt mir die Daumen, dass ich es vorher noch schaffen sollte, Eve zu leveln. Dann geht's in der nächsten Folge mit ihr weiter. Oh Gott, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir endlich weitermachen können und dass auch endlich die neue Quest freigeschaltet ist. Warum habe ich die jetzt eigentlich da oben drin stehen, obwohl ich sie gar nicht angenommen habe gerade? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hm. Das ist ja lustig. Gut, da muss ich jetzt mit ihr sprechen, um die da oben reinzukriegen. Aber wieso habe ich die jetzt automatisch hier drin? Wahrscheinlich nur, damit die Leute dann auch wissen... Oh, das habe ich so gerade... anscheinend weggemacht. Ja. Wie dem auch sei. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.